Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin heute mit Markus Mendler. Grüß dich, Markus, hallo. Servus. Am Samstag der VfB Stuttgart 2 zu Gast in Völklingen. Ein Gegner, den man schlagen kann, oder da muss man aufpassen? Ja, ich denke, für unsere Ansprüche ist auf jeden Fall ein Gegner, den man schlagen muss. Gerade jetzt auch haben sie einen Sieg gegen Mannheim geholt und wird es wichtig sein, dass wir die 3 Punkte holen, dass der Abstand so bleibt oder wir ihn vergrößern können. Ja, du hast selbst in Stuttgart gespielt, aber bei den Kickers, wo ist der Unterschied zwischen Stuttgart und Saarbrücken? Ja, ich denke, Stuttgart ist eine größere Stadt als hier und es sind zwei relativ große Vereine, vor allem der VfB ist relativ groß. Und der Unterschied darin liegt, dass VfB in der Bundesliga spielt und Saarbrücken in der Regionalliga. Ja, du kommst aus dem Schwabenland. Ganz viele deiner Kollegen kommen irgendwie aus dem Schwabenland oder aus Bayern oder aus Franken, ja. Du kannst dich fast auf Schwäbisch unterhalten bei euch, oder? Ja, ich denke, auf meinem Dialekt ist es meistens nur mit dem Dauschi. Und sonst ist ja nur noch Fenninger. Holzino, aber der kommt eher aus Deggendorf in die Richtung. Aber sonst reden wir eigentlich alle Hochdeutsch. Okay, und wir reden gleich weiter im FCS-Magazin Teil 2 mit Markus Mendler. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin mit dem zweiten Teil mit Markus Mendler. Ja, du hast im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach damals in der ersten Liga ein Tor geschossen. Und das wurde dir, dein allererstes Tor in der Bundesliga, wurde dir aberkannt. Was war da passiert? Ja, ich kriege einen gechippten Ball in den Lauf. Der Torwart kommt raus damals von Gladbach, kann den Ball nicht festhalten. Ich renne relativ leicht in ihn rein. Der Ball liegt frei vorm Tor und ich schiebe ihn dann rein. Damals Rafati meinte, dass es ein Foul war, aber der Linienrichter hat damals nichts angezeigt. Ich habe ihn dann auch nach dem Spiel gefragt, was eigentlich abgepfiffen worden ist. Und dann meinte der Linienrichter, dass er kein Foul gesehen hat. Eigentlich das Tor war regulär. Ja, heute vielleicht einfacher mit dem Videobeweis. Was hältst du persönlich davon? Macht es den Sport eher kaputt oder sagst du, na, ist schon gut? Ja, ich finde eher, dass es stört, gerade weil es relativ lang braucht, bis die Entscheidung fällt. Jetzt auch letzte Woche war das VfB Stuttgart gegen Köln, wo Köln erst einen Elfmeter bekommt, in der 90. war das, glaube ich, und dann in der 94. das 2-1 kassiert. Das ist dann schon relativ unglücklich, weil dann auch die Nachspiel zählt, wird größer dadurch. Und ja, ich finde, es macht eher das Spiel kaputt. Ich habe es letztes Mal gesehen, das war ein Foul, ich glaube, gegen es war Borussia Dortmund. Und ich glaube, es war gegen Schmelzer. Ein ziemlich brutales Foul, wo der Schiedsrichter zuerst gelb zieht, kriegt dann den Hinweis, guckt er es nochmal an, geht dann hin, guckt sich es auch nochmal an, nimmt sich den Spieler nur hin und sagt, nee, das war doch knatschrot. In dem Sinne ist es vielleicht schon sinnvoll. Ja, es
irgendwie musst du dich auch schützen vor brutalen Attacken. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Ich bin eher einer, der nicht dafür ist, aber es wurde jetzt so entschieden und damit müssen alle Spieler leben. Und wir reden gleich weiter mit Markus Mendler im FCS-Magazin Teil 3. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, und wir sind zurück mit Markus beim FCS-Magazin Teil 3. Und ja, Markus, am 28. Oktober, das ist ein Datum, das sollte man sich merken. Da spielt der FCS auswärts gegen Offenbach. Wie entscheidend wird das sein für den weiteren Verlauf der Saison? Ja, ich denke erstmal, das Spiel jetzt am Wochenende ist entscheidend, weil der VfB und auch die Mannschaften hinter uns, wir haben einen kleinen Vorsprung, aber es gilt gegen VfB 3 Punkte zu holen. Und dann ist es natürlich ein Spitzenspiel in Offenbach. Und ja, wenn man da 3 Punkte holt, dann hat man ein gutes Polster und ja, hat eine beruhigendere Ausgangslage, als wenn man jetzt zweimal verliert. Auch wenn es dann 3 Wochen später, nein, 4 Wochen später, 5 Wochen später, 6 Wochen später in die Winterpause irgendwann geht. Was wirst du sagen? Jetzt hat man 9 Punkte Vorsprung. Wenn es nachher 15 sind in der Winterpause, das müsste eigentlich reichen, oder? Ja, sicher sein kann man sich nie, aber es ist ein gutes Polster. Ich denke, man darf nicht locker lassen. Und naja, ist schwer zu sagen. Ich denke, wenn man dann sich zu viel oder zu wenig vornimmt, das geht dann meistens in die Hose. Deswegen immer dranbleiben, alle Spiele mit 100% angehen, einfach die 3 Punkte immer holen und das zum Relegationsplatz reicht. Du hast in der Bundesliga 16 Einsätze gehabt, in der zweiten Bundesliga Einsätze gehabt, auch in der dritten Liga Einsätze gehabt. Wie wichtig ist die Erfahrung, deine Erfahrung, auf höherem Niveau zu spielen für die Mannschaftskollegen? Ja, ich bin ja noch relativ jung. Ich denke, wenn ich jetzt 28, 29 wäre, wäre es leichter. Aber ich denke, ich kann helfen. Ich kann den jungen Spielern sagen, was sie besser machen sollen, was sie nicht besser machen sollen. Und ja, ich versuche meine Erfahrung einzubringen, die der Mannschaft hilft. Und ja, mehr kann ich dann auch nicht machen. Und wir reden gleich weiter mit Markus im FCS-Magazin Teil 4. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück mit Markus Mendler beim FCS-Magazin Teil 4. Und ja, du bist seit 2016 beim FCS. Hast Vertrag noch wie lange? Mein Vertrag läuft bis Sommer. Bis Sommer, danach weißt du schon, wie es weitergeht oder gibt es da schon Gespräche? Nee, im Moment gibt es noch keine Gespräche. Ist ja auch natürlich in meiner Situation jetzt nicht so leicht, Gespräche zu führen. Ich habe jetzt ja relativ wenig Einsatzzeiten bisher. Und ja, mal schauen, wie sich das halbe Jahr jetzt noch so entwickelt. Wer ist so dein bester Kumpel in der Mannschaft? Ja, ich denke Manu Zeitz. Ist einer meiner besten Kumpels hier. Ich habe ja mit ihm auch in Nürnberg zusammengespielt, deswegen kannte ich ihn davor schon. Ja, das ist meine engste Bezugsperson. Du hast mal die Fritz-Walter-Medaille in Bronze bekommen. Kannst du uns mal kurz erklären, für was es die gibt? Ja, ich war in meinem Jahrgang damals in der U18 oder U19 der drittbeste Spieler in Deutschland. Vor mir war Sonny Kittel und Julian Draxler und damals wurde ich ausgezeichnet als drittbester Spieler in meinem Jahrgang und so bekommen wir die Fritz-Walter-Medaille. Ist aber schon nicht schlecht, wenn man hochgucken kann und sagt, okay, Gold hat Julian Draxler bekommen, ich war 2 Plätze hinten dran, ja. Kann sich sehen lassen. Ja, auf jeden Fall zu der Zeit war es eine sehr schöne Erfahrung und auch ja, zeigt, was man zu leisten ist. Und ich hatte dann ein bisschen Pech mit Verletzungen, aber es ist immer wieder schön, dass man so eine Medaille bekommen hat. Wenn du in Saarbrücken bist, wo gehst du dann hin? Wenn du mal frei hast, wo gehst du abends hin? So ein Lieblingsplatz?
Nee, gibt's eigentlich gar nicht. Wenn da im Sommer mal war ich am Start. Aber sonst bin ich eigentlich viel daheim. Und ja, ich bin eigentlich eher ein ruhiger Typ. Zum Abschluss, deine erste rote Karte war wo? Meine erste rote Karte war damals in der A-Jugend in Nürnberg. Was hast du angestellt? Es war eine Tätigkeit. Oh, das war dann, wir gehen nicht eher näher drauf ein. Zum Abschluss, ganz viele deiner Kollegen haben getippt, es ist ja gar nicht mehr so lange, habe ich gesehen, bis das Rückspiel Saarbrücken gegen Elversberg stattfindet. Wir haben dir mal eine schöne Schiedsrichter-Notizkarte mitgebracht. Okay. Auch deinen Tipp hätten wir gerne. Es haben ein paar vor dir getippt und ich sage es jedes Mal, es hat noch keiner gegen Saarbrücken getippt. Du wärst der Erste, wird vielleicht auch an einen Einsätzen was ausmachen dann. Nein, ich denke, ich tippe 3-1 für uns. Ich denke, Elversberg ist dieses Jahr noch nicht so stark Ja. wie letztes Jahr. Die hatten auch viele Abgänge. Und ich denke, wir sind die gefestigte Mannschaft und da müssen wir auch 3 Punkte holen. 3-1, dein Tipp? Ja. Alles klar, dann viel Glück am Samstag gegen den VfB Stuttgart 2. Alles klar, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland.